So, hallo schon mal. Es ist 3 Uhr. Wir würden einfach noch 2 Minuten Zeit geben für den einen oder anderen, der reinkommen mag. Wenn ihr möchtet, könnt ihr gerne noch mal ganz kurz einen Kaffee holen. Aber in ungefähr einer Minute geht es dann auch los. Ja, dann herzlich willkommen von meiner Seite zu unserem heutigen Webinar, das wie angekündigt auf Deutsch stattfindet. Mein Name ist Jochen Kalupka, ich bin bei HashiCorp der Partnerdirektor für die Region Deutschland, Österreich und die Schweiz. Und zusammen mit unserem Partner Dremio erfahren Sie heute im Webinar, wie schnell und elegant Analysen auf Ihren Data Lake gespeicherten Daten erstellen können und wie einfach Sie mit Hilfe von Terraform diese Abfragen aufbauen und nachdem diese gelaufen sind, anschließend wieder geordnet abbauen können. Da wir heute eine große Gruppe sind, ein paar Worte zum Housekeeping. Alle Teilnehmerleitungen sind stumm geschaltet. Fragen können Sie gerne in unserem Chat posten. Wir werden diese dann am Ende nach der Präsentation beantworten. Das Webinar heute wird aufgezeichnet und die Aufzeichnung und die Präsentation im Nachgang Ihnen zur Verfügung gestellt. Dann übergebe ich jetzt an meinen Kollegen Jörn Steen. Wunderbar, danke Jochen. So, ich hoffe, man hört mich schon mal. Und jetzt kann man mich vermutlich auch sehen. So, herzlich willkommen von meiner Seite. Mein Name ist Jörn Steenkamp und ich bin Senior Solutions Engineer bei HashiCorp seit nunmehr etwas mehr als 2 Jahren und dementsprechend unterstütze ich meine Kollegen dabei, den technischen Mehrwert unserer Produkte wie zum Beispiel Terraform zu erklären und zu zeigen. Im heutigen Webinar geht es in erster Linie um Dremio als Applikation und wie diese Applikation auf irgendeiner Cloud, egal auf welchen Cloud-Ressourcen, mittels Terraform ausgerollt werden kann. Und damit ist Terraform im Prinzip das Tool der Wahl für Cloud Infrastructure Automation at Scale oder für konsistente und sichere Workflows, die sich eben dann auch von den Usern reproduzieren lässt und eine gewisse Verlässlichkeit darbieten. Wie gesagt, mein Name ist Jörn Steenkamp. Wer möchte, kann mich natürlich gerne nach dem Webinar auf LinkedIn finden und connecten und Fragen stellen oder technischen Austausch mit mir machen bei Interesse. Und zum anderen kann man auch viele Dinge, die ich mache, auf GitHub finden, dementsprechend hier auch unter dem Namen Joe Stack. Gut, steigen wir ein. Im Wesentlichen geht es wie bei vielen Organisationen, die halt in die Cloud gehen, um eine gewisse Art von Transformation, der digitalen Transformation. Und ich nenne es immer gerne die digitale Transformation von dem Iron-Zeitalter, wo alles noch relativ statisch auf physikalischer Hardware gebaut wurde und am Ende dann auch von einem Netzwerkteam manuell verkabelt wurde. Das heißt, in erster Linie ging es um Dinge, die man natürlich sich physikalisch anfassen konnte und dementsprechend auch physikalisch in die Hand nehmen musste, um eine Applikation oder einen Service damit zu gestalten. Was nun aber aktuell stattfindet am Markt, ist die sogenannte digitale Transformation und die betrifft natürlich viele Bereiche über Kommunikation, über Technologie, über Automatisierung, über Netzwerk, über alle möglichen Buzzwords, die die einen oder anderen bestimmt schon mehrfach gehört haben. Was aber die digitale Transformation auf jeden Fall ausmacht, ist, dass aufgrund der gestiegenen Anforderungen, sagen wir mal, die Art und Weise, wie wir heute mit Applikationen umgehen, oder dass wir im Prinzip fast jede Art von Applikation auf unserem Handy, auf unseren Mobile-Phones haben, dass wir im Prinzip mit jedem Device, mit jedem Notebook, mit jedem Device überall arbeiten können und somit auch Zugriff haben auf Geschäftsprozesse oder auf Systeme, die in der Vergangenheit eigentlich eher Backend-Systeme waren und nicht einem User in erster Linie zur Verfügung gestellt wurden.
All diese Änderungen sorgen heute natürlich dafür, dass wir unsere Autos am Handy konfigurieren können, dass wir shoppen übers Handy, dass wir unsere Hotelbuchen machen übers Handy. Aber am Ende müssen diese Applikationen natürlich gestützt werden durch Services, die von den IT-Organisationen in den einzelnen Organisationen gebaut wird. In Summe bedeutet das, die digitale Transformation hat einen erheblichen Einfluss oder erhöht den Druck auf IT-Organisationen ganz immens, um in kürzerer Zeit mehr und schneller Applikationen zur Verfügung zu stellen. Es gibt eine gewisse Art von Workflow Evolution, so wie wir früher gearbeitet haben, wenn wir uns aus der Iron Age Zeit bewegen. Das heißt, die erste Aktion, um zu irgendeinem Ergebnis zu kommen, war in aller Regel ein Ticket Request. Und dann wurde das Ganze über einen meist wasserfallorientierten manuellen Workflow durch die einzelnen Teams durchgeleitet. Die Teams können jetzt sein Infrastructure-Teams, Netzwerkteam, Security-Team, was auch immer, um am Ende das Ergebnis, den Business-Value, die Applikation, den Service zur Verfügung zu stellen. Das Ganze hat ein paar Implikationen. Die erste und vornehmliche ist natürlich, dass dieser Prozess sehr langsam ist und die Art und Weise, wie man zum Ergebnis kommt, in aller Regel bedeutete, dass man am Anfang einen Engineering-Ansatz gefahren ist, um genau zu definieren, wie das Ergebnis ausschaut, wobei man auch häufig auf dem Weg zum Ziel festgestellt hat, dass sich die Anforderungen verändert haben oder man zurückgehen muss in einen vorherigen Stage. Und das macht diesen Prozess sehr, sehr langsam und inflexibel. Im Gegensatz dazu gibt es einen Workflow, der hat sich heute als quasi goldener Standard für die Applikationsentwicklung durchgesetzt und ist eigentlich überall der statische oder der klassische Ansatz für Applikationsentwicklung. Der bedeutet nämlich, ich habe ein Entwicklerteam, die schreiben Code oder Code-Artefakte in Form einer Applikation oder Infrastructure as Code. Und diese textuale Kodifizierung wird dann gepusht in ein Version Control System. GitLab, GitHub, Bitbucket, was auch immer. Und genau dort habe ich jetzt die Möglichkeit, natürlich einen Status dieser Kodifikation zu sehen und auch zu wissen, wer hat wann was gemacht, und habe auf der anderen Seite rechts von diesem Version Control System so die Möglichkeit, einen automatisierten Workflow im Rahmen eines CI/CD-Prozesses zu bedienen, dass aufgrund der Kodifizierung, die hier entstanden ist, ich automatisch das Ergebnis reproduzieren kann. Und damit ist dieser Prozess erheblich schneller, einfacher umzusetzen, flexibler. Ich kann sozusagen alle Änderungen zu jedem Zeitpunkt wieder zurückvollziehen oder was verändern, was im vorherigen Fall nicht so einfach möglich war, wenn wir uns in einem Wasserfallprinzip oder Prozessmodell befinden. Jetzt spricht nichts gegen Wasserfall. Es gibt sehr schöne Projekte, wo Wasserfall sehr valide sind, wie zum Beispiel beim Hausbau. In aller Regel fängt man mit dem Fundament an und baut am Ende ein Dach oben drauf. Wenn ich das am Ende umgekehrt machen möchte, wird das sehr aufwendig und sehr schwierig, weil ich aber eben auch physikalische Dinge benutzen muss, um das zu generieren. Wenn ich über Cloud oder über dynamische Infrastrukturen spreche, habe ich eigentlich keine Physik mehr. Die Physik ist von dem eigentlichen Service entkoppelt. Das heißt, ein Wasserfall-Prozessmodell macht in dem Sinne überhaupt keine Sinn mehr, weil ich kann auch zur Laufzeit das Dach ändern und das Fundament ändern, wann auch immer. Genau nach diesem Prinzip funktioniert auch Terraform. Das heißt, das Guiding Principle von Terraform ist Infrastructure as Code. Das heißt, das, was vormals manuell gemacht wurde und zusammengebaut wurde, kann ich jetzt per Kodifizierung machen. Und genau das macht Terraform mit seinem Workflow. Das heißt, als wesentlichen Einstiegspunkt habe ich den Practitioner, der dann Infrastructure as Code beschreiben kann, also das, was ich am Ende haben möchte. Und mit Terraform habe ich dann die Möglichkeit, über die beiden Plan- und Apply-Zustände in einem Workflow das Ergebnis, was ich brauche, zu generieren und zu bauen. Und dabei ist es egal, ob ich dabei Ressourcen von einem oder mehreren Cloud-Providern benutze. Es ist auch egal, ob es auf AWS, Google, Azure ist oder ob ich Kubernetes benutze wie VMware, Alibaba oder auch noch andere weitere Provider-Services wie DNS oder Datadog oder Palo Alto Network benutzen möchte. Terraform hat mit seinem Modell die Möglichkeit, auf über 500 unterschiedliche Infrastruktur-Provider, Cloud-Provider zuzugreifen und dessen Ressourcen einheitlich in einem Infrastructure-as-Code-Bereich zu bedienen. Nebenbei bemerkt, unser Enterprise-Produkt hat ebenfalls noch die Möglichkeit, per Policy-as-Code Einfluss auf die Ressourcen zu nehmen und ebenfalls Einfluss auf diesen Workflow zu nehmen. Das bedingt am Ende genau das, was auch Victor gleich präsentiert und gemacht hat, dass Victor per
Infrastructure as Code beschrieben hat, wie denn seine Dremio Application, seine Data Lake Engine ausschaut. Und er benutzt einen Workflow, einen sogenannten Version Control Driven Workflow, weil genau dort ist halt die Kodifizierung beschrieben, und verbunden mit Terraform Enterprise, um dann genau diese Kodifizierung auch in die Realität umzusetzen, nämlich als Ressourcen auf einem oder mehrerer Cloud Provider eine Dremio Data Lake Engine zu bauen. Was Victor jetzt ebenfalls machen kann, und wenn wir es weiter abstrahieren, ist, dass wir jetzt die Referenz, also dieses Template, was geschrieben wurde zum Erzeugen einer Dremio-Applikation, modularisiert werden kann. Sprich, ich mache aus diesem Infrastrukturbereich, Infrastructure-as-Code-Bereich ein Modul, lade das auch in ein Private Model Registry von Terraform und kann jetzt relativ einfach als Entwickler, der einfach keine oder wenig Ahnung über die darunterliegenden Ressourcen hat und die Komplexität, was alles erforderlich ist, um diese Data Lake Engine aufzubauen, auschecken. Und die einzigen drei Informationen, die ich jetzt als Entwickler brauche, ist, wie groß soll die Installation sein, small, medium oder large, dass ich dem Ganzen noch einen Tag gebe, ob ich Finance bin oder ob ich Entwickler oder Web, was auch immer bin und in welcher Region ich das machen möchte. Und mit diesen drei einfachen Informationen kann ich die Komplexität einer Dremio-Installation wegabstrahieren und reproduzieren. Das heißt, auch hier habe ich jetzt unterschiedliche sogenannte Workspaces, wo ich jetzt mehrfach dieses Modul benutze, um mehrfach eine Dremio Data Lake Engine auszurollen. Kurzer Hinweis noch dazu, was ein Workspace ist und was man damit alles machen kann in Terraform, Terraform Enterprise, nämlich der Workspace ist der sogenannte Lifecycle Management Prozess, der die Ressourcen auf der Cloud-Provider-Seite koordiniert und weiß, was dort installiert ist. Das heißt, in dem Moment, wo Terraform anfängt, Ressourcen auszurollen, wird automatisch vom Provider selber her die Information abgegolten in einem Stateful gespeichert. Und das ist sozusagen der Dreh- und Angelpunkt für die Installation selber. Mit einem Workspace kann ich weiterhin auch beschreiben, welche Art von Workflows ich denn überhaupt benutzen möchte. Das heißt, neben diesem Version Control Driven Workflow, der hier abgebildet ist, gibt es auch noch weitere, nämlich ein CLI Driven Workflow, wenn ich zum Beispiel von einem Open Source herkomme oder ein Jenkins integrieren möchte, oder auch einen API-basierten Workflow, wenn ich zum Beispiel ServiceNow als ITSM-System direkt einbinden möchte oder komplexere CI/CD-Szenarien-Workflows abbilden möchte, wo ich dann halt direkt auf die API von Terraform zugreifen kann. Innerhalb eines Workspaces habe ich auch ebenfalls die Möglichkeit, Variablen zu speichern, und zwar in einer gesicherten und protected Variante. Eine Variable wird zum Beispiel benutzt, um einen Cloud-Provider zu authentifizieren. Das heißt, bevor ich die Ressourcen von AWS, Google oder Co. benutzen kann, muss ich natürlich irgendwie geartet mich authentifizieren, Credentials hinterlegen. Und diese Credentials kann ich eben auch gesichert und ohne, dass jemand Zugriff auf den eigentlichen Value dieser Credentials hat, die dort in einem Workspace hinterlegen. Es gibt noch weitere Notifications, Access Control. Das heißt, ich kann genau sagen, welcher User hat Zugriff auf einem Workspace und was darf dieser machen, was diesen Workflow unglaublich flexibel gestalten lässt. Damit kommt natürlich heraus, dass ich nicht nur einen Workspace, sondern sogar hunderte bis tausende unterschiedlicher Workspaces benutzen kann. Und jeder dieser Workspace kapselt sozusagen den Lifecycle-Management-Prozess der Ressourcen auf der rechten Seite in einen einheitlichen Workflow. Und damit bin ich erst einmal durch mit meinem kurzen Einstieg in Terraform und übergebe sehr gerne an Victor. Danke, Jörn. Jetzt muss ich hier wahrscheinlich noch meinen Screenshare oder verändern, oder hast du das schon gemacht? Ist soweit alles, glaube ich, gemacht worden. Genau. Ja, hallo zusammen. Ich übernehme dann an der Stelle und starte auch mit ein paar Folien über Dremio. Genau, also zunächst, Dremio ist für Data Lake Engine, das heißt, es geht darum, die Daten, die jetzt bei euch in Data Lake gesammelt worden sind, für die Consumers, sei es jetzt ein Data Analyst oder Scientist, verfügbar zu machen. Zunächst kurz, wer bin ich? Also mein Name ist Victor, ich bin Solutions Architect hier bei Dremio. Für möglichen Fragen jetzt oder im Nachgang einfach victor@dremio.com oder auch über den LinkedIn könnt ihr mich sehr schnell finden und entsprechend also die Fragen zum Lake, zum Iceberg, zum Apache Arrow und so weiter zu stellen.
Dremio selbst ist ein relativ junges Unternehmen. Also wir sind 2015 gegründet und 2018 erst auf den Markt gegangen. Also das heißt also die ersten 2,5 Jahre im Stealth-Mode verbracht. Und hier sind so einige Unternehmen, die jetzt heute schon Dremio einsetzen. Also einige große Unternehmen, PayPal, Allianz, Datev, Henkel, Deutsche Bahn. Und das alles ist dem geschuldet, also dass wir auf Apache Arrow gesetzt haben. Und Apache Arrow ist ein bestimmter Format, der praktisch also Daten in Memory Columnar verarbeitet. Und dadurch also hat man unglaubliche Performance-Vorteile im Vergleich zu rohbasierten Daten in Memory. Und der Link zwischen Dremio und Arrow ist, dass der Jacques Naidoo, derjenige, der eigentlich CTO und Founder von Dremio ist, hat Arrow mit der Wes McKinney zusammen entwickelt. Und wir haben das damals für die ganze Community freigemacht. Das ist ein Open Source und ihr seht also, dass Apache Arrow sehr, sehr breit genutzt wird. Aber zurück zu Dremio. Was ist eigentlich so unser Fokus, was wir jetzt gerne lösen möchten? Also welche Challenge gehen wir jetzt an? Also wie ihr wahrscheinlich wisst, also viele Daten wurden jetzt irgendwo im Lake gesammelt. Es ist sehr, sehr einfach, sehr flexibel. Ich muss keine Riesensumme im Vorfeld vorausgeben. Ich brauche jetzt kein Team, die jetzt ein Lake managt, sondern es ist einfach da, sei es jetzt ein Azure Data Lake Storage, S3 oder Hadoop. Und die Frage kommt dann später so, wie kann ich das konsumieren? Wie kann ich jetzt mit meinem Power BI Tableau, mit meinem Looker, mit meinem Jupyter Notebook die Daten vom Lake abfragen? Und das ist nicht trivial, das ist sehr, sehr komplex. Es dauert sehr lange, man hat ja kaum Kontrollmöglichkeiten über die Daten. Es gibt eine Solution, die kennt man seit schon einigen Jahren und das nennt sich Data Warehouse. Das heißt, ich kann hingehen und mir per Haufen ein ETL vom Lake Daten im Data Warehouse laden, sei es jetzt Cloud Data Warehouse oder On-Prem Data Warehouse. Und wenn ich die Daten dann in die spezielle Starflake, Snowflake, Starflake Schemas gegossen habe, also kann ich dann on top noch Cubes und Power BI oder Data Martins erstellen, damit ich dann die Daten auch konsumieren kann. Das Problem aber entsteht dabei, dass die Konsumenten also im Prinzip keinen Zugriff auf Rohdaten mehr bekommen. Data Scope reduziert sich und wenn die sagen, okay, ich brauche jetzt ganz andere Aggregationsstufe oder zusätzliche Attribute, dann dauert das ja sehr, sehr lange. Also der gesamte Prozess von der Entwicklung, auch von der Provisionierung, also auch von der Infrastruktur, also Seite, die wir jetzt gleich sehen werden. Was Dremio aber sagt, wie wäre es, wenn wir das ganz anders lösen, indem wir als ein Compute-Schicht dazwischen fungieren, dass die Daten immer im Lake bleiben, die müssen niemals kopiert werden. Das heißt, Dremio ist sowas wie stateless, Service bis auf die Metadaten. Die Daten bleiben im Lake und ich als ein Analyst oder ein Scientist kann praktisch direkt auf Daten zugreifen und diese sofort analysieren von meinem BI-Tool, von meinem Data Science-Tool. Und dabei werde ich gestürzt durch Dremio, durch Apache Arrow, weil alles, was in Dremio passiert, basiert auf Dremio, auf Arrow. Wir geben unterschiedliche Möglichkeiten, um Abfragen zu beschleunigen. Das heißt nicht einfach ein Access auf den Lake, sondern auch ein schneller Access, also mit Sub-Second Response Time auf Milliarden von Rows durch Data Reflection, Columnar Cloud Cache. Und Dremio ist ein verteiltes System. Also ihr seht jetzt gleich, also ich habe mehrere Nodes deployed durch Terraform. Und entsprechend also kann ich jetzt auch meine Query auf mehrere Nodes verteilen, auf mehrere Exekutoren. Also das führt einfach dazu, dass ich als Data Engineer, der Architekt, die Sache zwischen Storage und Computing koppeln kann und ich als Consumer eine Zugriffsschicht bekomme, worauf ich dann zugreifen kann, um Daten zu analysieren. Und noch ein Slide hier final zu Dremio und zu der Architektur, also die wir jetzt aufbauen mit dem Kunden. Also wir gehen jetzt der Philosophie von offener Architektur. Also wir wollen eine offene Architektur für Data Analytics aufbauen, in dem Kunde kein Lock-in eingeht. Also wenn wir jetzt anschauen, also was bauen wir jetzt mit dem Kunden zusammen? Die Daten sind irgendwo im Lake, sei es jetzt in Cloud Data Lake, S3, ADLS. Die Datenformate werden auch vom Kunden bestimmt, sei es CSV, ORG, Parquet oder JSON. Und zu guter Letzt hat der Kunde auch die Möglichkeit zu sagen, okay, ich habe jetzt in Tabellenfassade wie Hive Metastore oder Amazon Blue oder gehe ich jetzt sogar weiter und nutze jetzt die Formate, Table-Formate wie Iceberg und Delta Lake, um sozusagen die Lücke zu schließen auf dem Data Lake, die man jetzt auf dem Data Warehouse hatte und bekomme dann die Möglichkeit, mit transaktionalen Asset-Garantien zu arbeiten. Und das alles bestimme ich als Kunde in meinem Environment.
Und dann nutze ich Dremio für die Abfragen. Und die Abfragen, die ich in Dremio konstruiere, bestehen aus ANSI/SQL. Das heißt, dieser komplette Stack wird bei mir als Kunde kontrolliert. Und oben, wenn ich irgendwie Dremio nicht mehr mag, dann nehme ich einfach SQL raus und ich gehe dann halt weiter. Aber ich habe kein Login. Und zu guter Letzt, also Dremio läuft immer in dem Account vom Kunden. Das heißt also, die Cluster, die von Dremio deployed werden, so wie ich jetzt auch zeige gleich, wird auch in dem Account vom Kunden deployed. Vielleicht wichtige Frage, was ist Dremio nicht? Also wir sind kein Data Processing, also das heißt, wir sind nicht dafür da, um Daten ETL-Batch-mäßig zu prozessieren. Dafür gibt es viel bessere Tools wie Spark, EMR, Informatica, Talent und weiter. Genau, an der Stelle werde ich jetzt in Demo springen und ich starte auch mit Terraform. Also was ihr hier sehen könnt, also ich habe jetzt ein Terraform, die Enterprise Edition, das heißt also, ich gehe jetzt auch auf die Cloud Solution von Terraform, um das Ganze zu deployen. Also ich habe hier eine Organisation Dremio kreiert und dann ein Workspace, wie jetzt Jörn auch beschrieben hat. Und dieser Workspace ist auch mit meinem GitHub Victor Dremio Terraform AWS Online Repo verbunden. Wenn ich hier einfach mal reinklicke, dann sehe ich praktisch also die ganze Historie an den Sachen, die ich ja jeweils deployed habe. Und was ich sofort sehe, dass ich eigentlich zu der Branch Count connected bin. Das heißt also, wenn ich jetzt von meinem IDE einen Commit mache auf die Branch Count, dann wird das automatisch durch Terraform hier getriggert und dann wird auch ein Cluster hochgefahren. Das habe ich jetzt heute Morgen gemacht, also vor 7 Stunden, um mich vorzubereiten. Das heißt also, wenn wir jetzt ein Data Science Experiment nehmen, der jetzt in einen Tag oder eine Stunde läuft, dann bin ich auch sehr flexibel. Ich kann hier im Terraform mir das Ganze einfach deployen für die Zeit, wo ich dann meine Analyse oder mein Science Experiment fahre und entsprechend das Ganze hier zu provisionieren und zu nutzen. Wir gehen einfach mal rein, also was wurde eigentlich deployed? Also ihr seht jetzt, hier gibt es so 3 Phasen, Plan, Cost Estimation, Apply, Finish. Wir können hier anschauen, also da sehen wir genau, also was wurde hier durch Terraform geplant und wir sehen jetzt hier, dass Terraform 30 Ressourcen auf dem Amazon Stack hier geplant hat und die wurden dann entsprechend später deployed. Was ich auch sehr super finde, ich habe jetzt auch einen Überblick darüber, so von dem, was ich jetzt deploye, was kostet mir das jetzt per Stunde, per Monat und entsprechend also kann ich auch planen. Das heißt also, ich muss ja nicht sofort deployen, ich kann hingehen und das einfach durchplanen. Dann habe ich mein Budget, dann kann ich hingehen und sagen, okay, es kostet mir jetzt in den nächsten 10 Stunden Summe X und dann kann ich das auch genehmigen lassen. Und letzten Endes, wenn ich das confirmed klicke, dann wird das Ganze applied und wir sehen jetzt hier, also am Ende wurde mir auch ein Output mit dem Load Balancer hier rausgeschrieben, also was ich auch für Dremio nutzen kann. Was hier sehr auch, also für meine Verhältnisse so als User, komfortabel gemacht worden ist. Also A, ich sehe jetzt alle States, die jetzt jeweils hier gemacht worden sind und B, ich kann auch die durch Variablen praktisch also bestimmen, also wie groß mein Cluster sein darf. Ich kann Ihnen sagen, also es gibt jetzt insgesamt, glaube ich, 20 oder 30 Variablen, aber die wurden alle abstrahiert. Für mich als Nutzer, als Data Scientist, wäre das einfach zu viel. Alles, was ich jetzt hier habe, ich habe die Möglichkeit, praktisch Anzahl der Exekutoren festzulegen. Und die wichtigen Informationen, um mich zu authentifizieren, wir sind jetzt hier vom Administrator auch eingetragen worden, aber ich sehe die nicht, die kann ich nicht überschreiben. Das heißt, alles, was ich jetzt machen kann, zum Beispiel, ich kann hingehen und sagen, okay, ich brauche keine 3, sondern ich brauche zum Beispiel 4 Exekutoren. Ich sage Save Variable. Da wir jetzt das nicht über Git gemacht haben, heißt das jetzt nicht, dass wir das nicht auch manuell triggern können. Das heißt, ich kann jetzt hier hingehen, sagen QPlan. Und in dem Moment passiert genau das, was Jörn beschrieben hat. Das heißt also, Terraform schaut jetzt aktuell auf dem Cluster, wo Dremio deployed ist, wie viele Instanzen gibt es. Also wir haben ja gesehen, also 30 waren da. Und checkt jetzt und sagt, okay, was muss ich jetzt alles hinzufügen? Sagt mir 3, also in 3 Komponenten, um diese Instanz auch zu deployen. Das heißt, jetzt weiß Terraform, okay, wir werden jetzt eine EC2-Instanz, wir werden entsprechend ein Ein-Volumen oder 2-Volumen auch deployen und dann entsprechend können wir hingehen und hier nochmal die Kosten anschauen. Wir haben sich dann entsprechend diese eine Instanz verändert und sagen jetzt Confirm Apply, Confirm Plan und entsprechend also geht jetzt Terraform und deployt alles für mich. Also es wird eine Instanz hochgefahren, es wird entsprechend also ein Volumen
erstellt, der wird attached und dann ist entsprechend wird auch Dremio am Ende provisioniert. Das heißt, ich muss da um nichts mehr kümmern. Und wenn wir jetzt gleichzeitig zu Dremio gehen und wir gehen jetzt kurz und schauen hier und wir sehen, dass wir aktuell noch drei Exekutoren haben. Das heißt, das vierte wird jetzt gerade jetzt deployed und wir werden später sehen, also wenn Terraform durch ist, ob wir dann Erfolg hatten. Aber wir sind jetzt auf Dremio und vielleicht kurz jetzt ein Dremio vorzustellen. Also ich habe mich jetzt angemeldet. Es gibt ein UI für Dremio und es ist durchaus intuitiv. Also das heißt, ich muss jetzt nicht explizit ein Wissen haben, um Dremio bedienen zu können. Was sehe ich jetzt hier in Dremio? Also ich sehe jetzt unterschiedliche Data Sources, die hier schon angebunden sind. Also wir sehen jetzt hier links im Menü. Ich habe jetzt Data Lakes, Azure Data Lake Storage, S3 und es ist super einfach, ein Storage hier anzubinden. Sagen wir jetzt mal Azure Data Lake Storage. Ich kann sagen, also ist das Gen 1, Gen 2. Ich muss dann die Informationen halt bereitstellen, um mich zu authentifizieren, um auf die Daten zuzugreifen. Das gleiche gilt auch für S3. Das heißt, also ich kann hingehen, mir in S3 Informationen raussuchen. Wenn ich hier auf S3 bin, dann sehe ich entsprechend meinen Container oder mein Bucket und entsprechend in dem Bucket sehe ich dann Folder und dann liegen auch irgendwo Dateien, die ich dann auch nutzen kann für meine Analysen. Dann gibt es noch einen wichtigen Moment, also mit Spaces und die sind einfach dafür da, um Ordnung in die Struktur zu schaffen. Das heißt, ich kann Spaces als Beispiel hier nach Organisation Struktur festlegen oder auch nach Projekten. Und hier ist ein Beispiel, ich habe ein Department X und dann gibt es auch nach Best Practice Semantic Layer, was ich auch gleich vorstelle, wurde aufgebaut mit Staging Layer, Business Layer, Application Layer und da liegt ein Dataset, was ich analysieren darf. Und zu guter Letzt hier auf der linken Seite, ich habe auch mein eigenes Space, wo ich dann zwischenzeitlich etwas berechnen oder speichern kann oder was sehr gut ankommt, ich kann eigentlich hingehen und mir von der lokalen Platte sehr einfach ein CSV hochladen. Dann kann ich sagen, okay, das ist ein CSV, die muss ich haben für meine Analyse. Das passt und wir brauchen dann Extract Field Names. Klicken wir auf Save. Und entsprechend also wird das jetzt hochgeladen. Was sehr wichtig ist, ich habe das nicht in Dremio hochgeladen, sondern ich habe das im Data Lake hochgeladen. Das heißt, innerhalb von Dremio habe ich keine Daten, nur die Metadaten, die mir praktisch also diese Informationen bereitstellen. Aber die Daten bleiben immer im Lake und die werden niemals in Dremio hochgeladen. Was sehr hilfreich ist, also ich kann auf jedem Dataset hier Wiki und Text definieren und die sind dann im Katalog gespeichert und ich kann das auch durchsuchen. Ich kann jetzt hier zum Beispiel auf Trips klicken. Und dann entsprechend also geht die Suche und sucht mir alle Datasets, die in den Namen Trips haben oder Attributes mit Trips haben. Und ich kann hingehen und mir dann entsprechend ein Dataset hier auswählen. Wenn ich hier auf den Tab-Katalog gehe, dann sehe ich die Wiki, die dann entsprechend also von mir angelegt worden ist oder vielleicht auch von einem Enterprise-Katalog über eine Schnittstelle rein kann. Die Felder, die werden auch automatisch ermittelt. Das heißt also, die werden von Dremio bereitgestellt. Ich muss da jetzt als User nichts machen. Und was ich auch machen kann, ich kann hier Text vergeben. Zum Beispiel der Standard ist von Daten ist Gold und Jira-ID ist 4711. Und wenn ich als Data Engineer hiermit fertig bin, da kann ich meinen Kollegen von Analyse, also Data Analyst anrufen und sagen, okay, such mal bitte nach alles, was Gold heißt. Und entsprechend also findet er die Datasets, die er dann auch nutzen darf oder nutzen möchte. Wir gehen kurz auf die hier Data. Und hier sehe ich praktisch einen Überblick darüber, was habe ich hier alles an Daten, die entsprechend im Data Lake liegen. Und wir können hier auch in Dremio ein Simple Count absetzen, um zu sehen, also wie viele Datensätze haben wir denn jetzt hier. Ja, click auf Run. Und wir sehen, dass wir diese 1.025.000.000 Dataset haben. Das heißt, durchaus eine große Dataset und wir hatten ja am Anfang gesehen, dass wir drei Maschinen haben. Das heißt, also die Abfrage, die ich jetzt hier durchführen kann, wird dann auf diese drei Maschinen verteilt. Und wir können sagen, okay, ich bin jetzt ein Data-Analyst und ich würde gerne halt die Daten analysieren. Dann klicke ich jetzt hier auf ein Tableau. Ansonsten jedes BI-Tool kann damit auch arbeiten, der über ODBC, JDBC spricht. Und wenn ich das hier aufmache, dann geht Tableau Desktop, was dann praktisch direkt über Dremio auf Data Lake, in dem Fall S3 zugreift.
um die Daten zu analysieren. So, ich schaue mal, wo mein Tableau ist. Genau, jetzt geht Tableau auf. Also ich habe einen Tableau Desktop und da gehe ich über ODBC mit einer Live Connection. Das heißt also, ich mache jetzt keinen BI-Extract oder solches. Und connecte mich zum Cluster und bekomme dann halt meine New York City Trips mit entsprechend allen Feldern und wir können jetzt hier reinziehen und schauen, ob wir diese eine Milliarde haben. In der Tat, das ist diese eine Milliarde und wenn wir jetzt hier nochmal ein Pick-Update entweder reinziehen, dann sehen wir, wie das Ganze hier ausgewertet wird, wie viele hunderte von Millionen Fahrten gemacht worden sind. Wir können weitere Kennzahlen hinzufügen. Und dabei nicht auf die Summe, sondern auf, sagen wir mal, Durchschnitt irgendwie konzentrieren. Und alles wird dann praktisch interaktiv mir vorberechnet. Und wenn ich möchte, also kann ich ganz unten nach unten drillen, zum Beispiel nach Quartal, um einfach zu sehen, also wie viele Fahrten da per Quartal in jedem Jahr gemacht worden sind. Oder ich kann auch weiter auf die Tagesebene praktisch reindrillen, um zu schauen, wie viele Fahrten da gemacht worden sind. Also alles auf diese eine Milliarde. Und wir gehen jetzt zurück zu Jamie und schauen, also haben wir jetzt mittlerweile 4 Maschinen. Ja, und in der Tat, also wir sehen 4 Exekutoren. Das heißt also, wenn ich hier bei dem schaue, dann steht hier auch alles applied und die 3 Ressourcen wurden hinzugefügt. Das heißt, diese eine EC2-Instanz wurde jetzt hier und unsere Abfrage wurde entsprechend beschleunigt. Und wir können das auch sehen, wenn wir jetzt hier auf Tab Jobs gehen. Dann sehe ich ja, dass ich meine New York City Trips hier hatte durch Victor, Datum, Uhrzeit, weniger als eine Sekunde. Und wir sehen entsprechend die Abfrage, die jetzt hier kam. Was hier sehr interessant ist, also ich habe die Abfrage ja als SQL abgefeuert. Was aber wichtig ist, die Daten, die kommen ja von S3 in Form von Paketfiles. Das heißt, die New York City Trips Daten sind ja NoSQL, aber Dremio gibt dir einfach die Möglichkeit, jetzt die Daten auch als NoSQL per SQL abzufragen. Und neben dem Fakt, dass wir jetzt die Abfrage auf mehrere Maschinen ausgeführt haben, wurde auch ein Mechanism wie Reflection genutzt, um das Ganze zu beschleunigen. Das erkennen wir jetzt hier, Accelerated by Reflection. Und ganz kurz, also was ist eine Reflection? Ist eine physisch optimierte Darstellung der Daten, was in Form von Paketfiles gespeichert wird. Und Konzept dahinter ist wie folgt. Also wenn ihr Index von der Tabelle nehmt und Materialized View und das Ganze zusammen kombiniert, dann habt ihr praktisch sowas wie ein Reflection. Das heißt also bei dem Abfrage, bei jeder Abfrage wird einfach geschaut, habe ich dafür ein Reflection? Der Query Planner kann das automatisch ermitteln und einfach hinschauen und sagen, okay, dafür habe ich eine Reflection, also analog wie ein Index. Dann nutze ich das und wenn ich das nicht nutze, dann mache ich Full Table Scan, als ob ich keinen Index hätte. Es ist sehr einfach, eine Reflection anzulegen. Ich zeige es Ihnen. Das kann hingehen, so eine Aggregate Reflection, so wie ein OLAP, wo ich dann hingehe und mir Dimensionen zusammenklicke, also weil ich ungefähr weiß, also wie meine Abfrage kommt. Ich brauche diese Kennzahl, alles sortieren, partitionieren und das erstellt dann Jamie für mich automatisch. Ähnlich bei Raw Reflection kann ich auch Raw Reflection erstellen und sagen, also welche Felder für die Analyse benötigt werden. Das Coole ist hier, ich kann das jetzt auf Basis von einer OLTP-Tabelle aufbauen und wenn ich sage, die OLTP-Tabelle darf aber jetzt für den analytischen Workload nicht genutzt werden und klassischerweise würde ich ja wieder so einen ETL-Prozess aufbauen, das Ganze offloaden. Über die Nacht hier kann ich sagen, okay, Dremio macht das Ganze für mich und durch Query Planner wird dann einfach Reflection genutzt und nicht die OLTP-Tabelle. Und dadurch kann der BBA entspannt arbeiten und ich als Analyst werde jetzt die Datenbank praktisch nicht in die Nirvana schicken, sondern ich kann weiterhin auf den Daten arbeiten. Genau. Und die letzte Sache hier in Dremio, was ich vorstellen wollte, ist Semantic Layer. Das heißt also, wir haben gesehen, also mit Dremio kann ich sehr flexibel auf die Daten zugreifen. Ich kann die Daten beschleunigen. Und ich kann auch entsprechend ein Semantic Layer bauen. Dafür suche ich nach Employees. Und ich habe jetzt hier auf dem S3 so ein Employee-File. Und ich kann das jetzt hier aufmachen und sagen, okay, das ist ja wunderbar. Aber so kann ich das jetzt für die Analyse nicht freigeben. Und ich von der Dremio kann hingehen und sagen, ich möchte das gerne anpassen
indem ich bestimmte Sachen hier modifiziere. Also ich sehe jetzt hier E-Mail, es ist einfach im falschen Format. Ich kann hingehen und sagen, zunächst möchte ich als klein geschrieben haben. Und da sehe ich jetzt alt und neu. Dann, das passt. Und im zweiten Schritt, also was ich jetzt hier noch haben will, ist die Domäne. Und das kann ich auch über ein Calculated Field machen. Also je nach der Funktion wie Concat. Und füge das Ganze hinzu. Und dann habe ich das genau, wie ich jetzt mir vorgestellt habe. Zweite Aktion ist die Telefonnummer. Darf jetzt komplett nicht freigeben, aber die Vorwahl, die kann ich gerne markieren und extrahieren. Und dann kann ich auch entsprechend sagen, okay, nennen wir das jetzt als Area Code. Apply. Und dann kurzer Prozess, um ein neues Attribut oder ein neues Feld hier anzulegen und dann sagen, die Telefonnummer brauchen wir nicht, also können wir jetzt erstmal droppen. Und da bleibt nur Area Code, weil wir das ja auch sharen wollen. Und als letzte Aktion hier ist, dass wir Departments brauchen. Und ihr wisst, am Anfang habe ich ja Departments als CSV hochgeladen und die Information liegt ja gar nicht im Lake. Und was ich machen kann, ich kann hier auf den Join gehen und mir praktisch also nach diesen Departments suchen und dann finde ich das ja. Und das kann ich auch mit einer beliebigen Quelle machen, also sprich also aus unterschiedlichen Lakes, aus auch unterschiedlichen Datenbanken. Und ich kann hingehen und das praktisch beides miteinander zusammen joinen, um diese Informationen. Und da klappt das nicht. Okay. So. Können wir schnell anschauen. Ah, Department ist in dem Fall ein Text, aber wir können ja schnell daraus jetzt einen Float machen. Und wir applyen das jetzt hier. Und sagen, okay. Und wir können das jetzt erstmal Save as, weil wir das jetzt hier nutzen wollen und legen das ins Staging. Department Q-Rated. Save das. Dann suchen wir noch einmal. Unser Employee. Und entsprechend also gehen wir hier auf Join. Und suchen Departments. Nehmen wir aber jetzt die Curated, sagen wir Next. Department ID gleich Department ID, Apply. Und ja, die Informationen haben wir jetzt da. Ja, also das heißt, also ich habe jetzt kurzerhand also die Daten angepasst und wir können das jetzt mal speichern und sagen, cool, das ist ja gar nicht. Was wir jetzt vielleicht jetzt hier als ein Business Logic und sagen wir jetzt in Department speichern das und schauen auf Graph, also was haben wir jetzt da kreiert und da könnt ihr sehen, also ich habe jetzt hier meine Departments, die kommen ja praktisch also von ein CSV und Daten kommen aus dem Lake. Dann habe ich ja jetzt hier sowas zusammengestellt. Und das habe ich jetzt alles on the fly erstellt, ohne großartig ETL-Prozesse zu betreiben. Sieht ja wie ein ETL aus, aber im Prinzip habe ich jetzt hier eine sogenannte Virtual Dataset erstellt. Das heißt, also die Daten, die bleiben immer an der Stelle, wo ich die jetzt auch ausgelesen habe oder selektiert. Und hier in diesem Virtual Dataset werden die Daten nicht rüber kopiert, wie so im klassischen ETL, sondern schließlich durch ein ja, SQL beschrieben. Das heißt, also ich erstelle eine Virtual Dataset oder eine View, so wie jetzt hier mit Concat-Funktion, mit dem Join. Und das kann ich ja einfach publizieren für meine Users. Und zu guter Letzt, also ich gehe jetzt hier auf Business, auf diese Employee Department und nutze das als Ausgangstabelle und verarbeite das ja weiter. Und kann dann entsprechend also zum Beispiel Social Security Nummer droppen, save und dann nenne ich das final. Und legt das im Application, wo dann entsprechend die Analysten den Zugriff haben. Und wenn ich auf Graphs gehe, dann sieht ihr praktisch, wie ich das Ganze zusammenbaue.
und ohne Daten rüber zu kopieren. Aus der Perspektive von Data Mesh ist das interessant. Also ich kann ja unterschiedliche Domains abbilden auf den gleichen Daten, ohne diese irgendwo mehrmals rüber zu kopieren. Muss ich ja meinem Kollegen Data Governance nicht erklären, wieso habe ich jetzt irgendwie mehrere Schichten und die mache ich ja im Falle von GDPR, wie räume ich die praktisch auf? Hier, wenn ein Mitarbeiter Unternehmen verlassen hat, gehe ich auf Employees, lösche das Ganze und dann habe ich das Ganze weg. Genau. Und das ist jetzt, womit ich hier arbeite, um mit Daten zu hantieren. Und nochmal das Ganze zusammenzufassen. Also bei Dremio habe ich die Möglichkeit, auf die Daten schnell zuzugreifen, sei es jetzt im Lake, aber auch in Datenbanken. Ich habe die Möglichkeit, auch unglaubliche Performance-Beschleunigungsmechanismen zu nutzen, wie Massive Processing durch mehrere Maschinen, durch Reflection-Technologie. Und ich bin auch in der Lage, ein Semantic Layer auf Daten zu bauen, ohne diese zu kopieren. Und was mir auch sehr geholfen hat, also praktisch hier, indem ich ganz einfach meinen Code manage, ich gehe jetzt in Terraform, ich deploy das Ganze und dann läuft das jetzt sehr, sehr smooth. Und der Jörn hat auch am Anfang gesagt, also von Moduls, das heißt also, ich kann jetzt in welche Module auch hier nutzen. Also ich habe jetzt hier ein Modul erstellt, was auch komplett abstrahiert wird. Und da kommt jetzt ein Team von Data Scientists, die wissen, dass die jetzt für, weiß nicht, 2 Tage etwas brauchen. Die können ein Modul so sich deployen, in eigenem Account von AWS, da wo die Daten liegen oder im Azure oder wo auch immer. Und die machen dann ihren Experiment und danach können die hingehen. Wir können auch hier das Gleiche praktisch machen und sagen, okay, ich brauche das ja alles gar nicht. Destroy. Und dann wird das alles aufgeräumt. Das heißt, ich muss jetzt um die ganze Sachen nicht mehr kümmern. Und dadurch bleibe ich ja super flexibel und agil. Und das finde ich sehr interessant. Also wenn ich diese beiden Technologien im Einklang bringe und schaue, also wie flexibel ich das Ganze hier aufsetzen kann, egal ob das jetzt in der Cloud oder on-prem, on Kubernetes oder on EC2 und wie flexibel ich aus der Perspektive von Analyse das Ganze betreiben kann. Das heißt, ich muss nicht Daten großartig vorbereiten, kopieren, irgendwo hin reinladen. Wenn die Daten im Lake liegen, dann kann ich die praktisch direkt ab sofort analysieren. Genau, an der Stelle bin ich mit meinem Teil durch und ich würde jetzt gerne halt die Q&A-Session aufmachen und ich übergebe an meinen Kollegen Andreas, dass er das auch anmoderiert. Andreas? Danke dir, Viktor. Danke dir, Viktor. Danke dir auch, Jörn, für die wirklich tolle Session, Prevention as a Code. Mein Name ist Andreas Vogels und bei Dremio bin ich in der Region da für den Vertrieb zuständig. Es haben uns auch einige Fragen noch erreicht im Private Chat und die würde ich gerne auch adressieren. Und Jörn, mit dir geht's los aus dem Blickwinkel für HashiCorp. Und da war noch eine Frage nochmal, wo läuft denn bei HashiCorp? Rechenzentrum, Cloud, Hybrid, wo läuft Terraform? Kannst du da nochmal darauf eingehen, bitte? Ja, sehr gerne. Ja, gute Frage. Es gibt mehrere Möglichkeiten, Terraform zu benutzen. Das heißt, die eine Variante ist Terraform Cloud. Das heißt, das ist ein Software as a Service, ein Offering, das wir als HashiCorp anbieten. Dementsprechend läuft die Applikation durch uns betrieben und man kann Zugriff auf die Applikation bekommen, wie man das gerade auch gesehen hat in dem Showcase von Viktor. Eine zweite Variante ist, man kann natürlich die Applikation selber installieren in seinem eigenen Data Center oder in der Cloud, wo auch immer man das möchte. Das ist auch möglich. Das nennt sich dann Private Terraform Enterprise und man betreibt die Applikation dann sozusagen nur für sich, für seine Organisation. Mhm. Beides möglich. Besten Dank. Viktor, magst du gerade anschließen, weil ich vermute mal, wenn die Frage kommt auch Richtung, wo HashiCorp und Terraform läuft, da ist natürlich die nächste logische Frage. Wie verhält es sich mit Dremio? Ja, sehr gerne. Also ein wichtiger Punkt ist, also Dremio läuft praktisch überall. Also man hat Freedom to Run Anywhere. Ich kann Dremio auf einer physischen Maschine, auf Virtual Maschine, in eigenem Data Center deployen, in der Cloud, in einem Kubernetes Cluster oder auch direkt auf Hadoop jagen. Das heißt, also ich habe da volle Transparenz, also wo ich das Ganze haben kann. Vielleicht auch interessant, also ich kann jetzt auch in Marketplace das Ganze deployen und auch demnächst auch als Fully Managed, was auch entsprechend auch über Terraform dann deploybar wird.
Das heißt also, ich muss da um nichts mehr kümmern, um also ein Engine zu haben. Victor, wenn wir gerade bei dir sind, du hast vorhin auch mit gewissen Begriffen ja auch dann das ganze Thema auch erläutert und herangeführt. Es ist immer gefallen, Data Processing, Data Queries. Kannst du da nochmal die Unterschiede zu Jimio aufmachen? Also was machen wir auch nicht? Data Processing, Data Queries war die Frage. Ja, so sehr, sehr, sehr gerne. Es ist eine sehr wichtige Frage, um zu verstehen, also wo genau Jimio ist und was Dremio nicht eigentlich macht. Also wenn wir jetzt eine klassische Situation anschauen, und dann sehen wir also ziemlich oft, also es gibt jetzt ganz viele Systeme, also SAP, Oracle, SQL Server, also ist sehr, sehr weit verteilt. Und es gibt ja unterschiedliche Ansätze, wie man dann die Daten auslesen kann. Also was sehr oft kommt, also zum Einsatz, also ich sammle diese Daten via einen ETL-Prozess. Und da kommen ja solche Tools zum Einsatz, so klassischerweise wie Informatik oder Talent oder was jetzt heute sehr, sehr neu ist, sowas wie Spark Databricks. Und ich sammle diese Daten per ETL in einem Data Lake. Und das erfüllt normalerweise bis zu 80% von Data Transformationen an Anfragen von so einem Fachbereich. Und dann bleiben diese 20%, also das berühmte Pareto-Regel, wo die Engineering eigentlich nicht so viel Zeit hat, und muss halt sich auf diese 80 konzentrieren. Und diese 20% fängt dann irgendwo in ja, Fachbereich für sich zu bauen. Und da gibt es unterschiedliche Ansätze wiederum mit ganz oft Excel VBA. Und genau dort soll Dremio genutzt werden. Das ist jetzt nicht im klassischen Sinne ein Processing, sondern da werden die Queries live abgefragt. Und alles, was davor passiert, also das heißt vom Lake, ist ein ETL, alles was danach passiert, ist entsprechend also Dremio, was durch ein SQL auch ja, abgebildet werden kann. Dankeschön. Und dann habe ich noch eine, Jörn, für dich von HashiCorp. Und zwar, da ging es darum, dass Victor ja uns auch gezeigt hat, wie er Dremio mittels mit Terraform dann ja losgelegt und deployed hat. Und da war die Frage, das hat er mit Variablen gemacht. Wie macht man es denn grundsätzlich? Was für Möglichkeiten gibt es und was empfiehlt ihr? Ja, sehr gerne. Ja, Victor hat das auch schon angekündigt. Das heißt, es gibt eine Möglichkeit natürlich, die dann aber eher manuelle Interaktion ist. Das heißt, direkt die Variablen zu ändern und dann manuell einen Run zu triggern über die UI. Alles das, was Victor gemacht hat, um das auch zu sagen, ist natürlich auch möglich über die API, wenn man das Ganze automatisieren möchte. Und sozusagen eine normale Variante, das zu tun, ist natürlich, dass man die Kodifizierung, also die Anzahl mitgibt in den Infrastructure as Code-Bereich. Dann würde diese Information ja im Version Control System gehostet sein, in einem Commit drin sein. Das heißt, wenn ich ein Commit, also eine Kodifizierung im Version Control System habe, wo drin steht 5, und verändere das dann auf 6 zum Beispiel, würde das ja einen neuen Commit auslösen, eine neue Commit-ID. Und das wäre das Zeichen für Terraform, um über diesen sogenannten VCS-Driven Workflow das automatisiert zu übernehmen und dann auch umzusetzen. Das wäre dann sozusagen der automatisierte Workflow, der stattfindet über ein Version-Control-System, in dem einfach sich die Commit-ID ändert. Mhm. Besten Dank. Und noch eine letzte, die geht dann an dich, Victor, nochmal von Vimeo. Und zwar, du hattest ja gezeigt, wie man Abfragen für diverse also BI-Workloads, Analytics Workloads beschleunigen kann mit Reflections. Und da ist die Frage nochmal, Reflections, wo werden die abgespeichert, wo gehen die hin, wenn du da ein bisschen Klarheit reinbringen könntest? Genau, also wenn Dremio aufgesetzt wird, dann wird in einem Config-File auch gesagt, also wo ein Stück vom Lake von Dremio genutzt werden kann. Und genau dort werden dann die Reflections angelegt. Das heißt also, auch wenn man jetzt keinen Dremio mehr da hat, kann man auch von, ich sage jetzt mal, direkten Weg auf diese Reflections zuzugreifen. Die liegen dann auf dem Lake, so sei es jetzt S3, Hadoop, Azure Data Lake Storage, in Form von Paketfiles. Wenn man das Ganze beschleunigen möchte, dann gibt es noch die Möglichkeit, dass die Reflections in Form von Arrow Cache gespeichert werden. Das heißt, das wird dann entsprechend also alles transparent auf dem Lake abgelegt. Okay, dann in Anbetracht der Zeit wollen wir dann eins weitergehen. Und zwar würden wir eine Zusammenfassung starten.
Und was haben wir denn heute gesehen? Also erstmal nochmal besten Dank für euren tollen Workshop. Wir haben gesehen, dass der Data Lake zwar zunehmend Kernelement der Datenstrategie wird, aufgrund Skalierbarkeit, niedriger Kosten und auch der Hochverfügbarkeit. Das Ganze kommt aber zumindest Stand heute noch mit einer gewissen Komplexität her bei der Benutzung und auch bei der Bereitstellung. Und wie kann man diese Prozesse verschlanken? Das haben uns auch die Kollegen von HashiCorp heute gezeigt, dass Terraform genau das Mittel der Wahl ist, um Lifecycle von Ressourcen für hunderte, ja, selbst tausende Workloads und Applikationen einheitlich zu steuern und zu managen. Und eben auch eine Data Lake Engine wie Dreamio schnell einfach durch IAC, also Infrastructure as a Code, zu provisionieren, sodass die Endanwender und Analysten ja quasi auf den Knopfdruck, auf berühmten Fingerschnipsen, ohne viel Aufwand und ohne viel Zutun Zugriff bekommen auf ihre Daten durch den Semantic Layer, den Victor gezeigt hat, um durch diesen Semantic Layer dann entsprechend im Self-Service-Modus an die Daten ranzukommen, intuitiv, schnell und einfach, und das Ganze in der Auswertung durch eben Reflections, wie der Victor gesagt hat, ja, beliebigen Datenvolumina auch durchziehen zu können, ohne eben die klassischen Zwischenschritte wie Cubes oder Extrakte, wie man es heute kennt. Eine Sache wollen wir noch mitgeben, und zwar auch als Impuls heraus, ja, sollte, hätte, könnte, würde, wir sind eigentlich ein Freund vom Pragmatischen sein, nämlich machen. Und dementsprechend als Angebot für Sie heute, die heute mit dabei waren, dass wir uns gerne im März die Zeit nehmen, um quasi unter die Motorhaube von Ihren Daten und unter die Motorhaube unserer Technik zu gucken. Und gerne Victor at Dreamio oder Johann at HashiCorp, schreiben Sie unsere Kollegen gerne an, weil sie sagen, okay, ich habe da was im Kopf, passt das, wie könnte das funktionieren, wie ist da eure Sichtweise drauf, was ist eure Expertise aus den verschiedensten Projekten. Und das ist eben noch bei der Impuls zum Schluss, Ihr Use Case und wir als Sparringspartner für die weiteren Überlegungen. Das war es, was wir für heute mit vorbereitet hatten. Und dementsprechend wollte ich mich bei Ihnen nochmal bedanken, auch im Namen meiner Kollegen, die heute die Session mit uns organisiert und durchgeführt haben. Und der Hinweis nochmal, wie eingangs erwähnt, das Webinar wurde aufgezeichnet. An alle registrierten Teilnehmer senden wir in den nächsten 1 bis 2 Werktagen entsprechend die Slides, wie aber auch das Recording zu. Und deswegen an dieser Stelle nochmal Dank für Ihre reichhaltige Teilnahme. Und wir freuen uns auf den Dialog dann im März und gerne auch aufwärts. Was soll ich noch sagen? Ja, bleiben Sie gesund, schönes sonniges Wetter und gerne auf bald. In diesem Sinne, viele Grüße aus München. Danke dir. Danke und tschüss.